Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir beginnen diesen Videoclip mit zwei Bibelstellen. So lesen wir in Offenbarung 22, Vers 18 und 19, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was haben diese Texte mit unserer heutigen evangelikal-christlichen Welt zu tun? Es ist eine sehr genaue Beschreibung dessen, was heute in unseren christlichen Kreisen geschieht. Die evangelikalen, vormals bibelgläubigen christlichen Kreise sehen sich heute einer Zäsur gegenüber, was die Natur der biblischen Inspiration und Autorität betrifft. Innerhalb der evangelikalen Gemeinde gibt es eine Anzahl von Leuten, die ihre Ansichten über die Unfehlbarkeit der Bibel abändern, sodass auf diese Weise die unumschränkte Autorität des Wortes Gottes nahezu vollständig untergraben wird. Dies vollzieht sich in einer äußerst raffinierten Art und Weise. Die neuen Ansichten über die Autorität der ganzen Heiligen Schrift sind nämlich gar nicht so weit entfernt von dem, was die bibelgläubigen Christen bis vor kurzem noch glaubten. Aber die neuen Meinungen enden schließlich, konsequent angewendet, Tausende von Kilometern von den früheren, den ursprünglichen Ansichten entfernt. Schon ein ganz kleiner Unterschied weitet sich aus zu einem riesigen Unterschied mit gewaltigen Folgen. Es ist über kurz oder lang ein Riesenunterschied, was Theologie, Lehre und geistliche Fragen angeht. Was aber noch schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass unsere Einstellung zur Bibel auch über das Alltagsleben eines Christen entscheidet und auch über die Art und Weise, wie wir uns unserer Umwelt gegenüber verhalten. Wenn wir also in Bezug auf die uneingeschränkte Autorität der Bibel einen noch so kleinen Kompromiss eingehen, dann wird dies im Laufe der Zeit seinen Niederschlag finden, was es im theologischen Sinne heißt, ein Christ zu sein. Dieser Kompromiss wird auch Auswirkungen darauf haben, wie wir in dem ganzen Spektrum des Alltags unser Leben führen. Bis vor etwa 300 Jahren glaubte jeder wahre Christ an die Unfehlbarkeit der heiligen Schriften der Bibel. Das galt für die Zeit vor der Reformation und für die Zeit danach gleichermaßen. Das Problem der Kirche des Mittelalters vor der Reformation war nicht die Tatsache, dass Christen an der Unfehlbarkeit der Bibel zweifelten. Das Problem war, dass unbiblische,
theologische Ansichten, heidnische Bräuche und Aberglauben in der Kirche stark anwuchsen und gleichberechtigt neben der Bibel standen. Diese außerbiblischen Ansichten wurden gleichberechtigt neben die Bibel gestellt, sodass die biblische Lehre untergraben wurde. Dieser Missbrauch führte zur Reformation. Es ist also wichtig zu verstehen, der Glaube an die Unfehlbarkeit der Bibel und der Anspruch, Christ zu sein, gehörten untrennbar zusammen. Das galt bis in die 20er, 30er Jahre des vorigen, also des 20. Jahrhunderts. Noch einmal ganz deutlich, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts sagte niemand, ich bin Christ, glaube aber, dass die Bibel voller Fehler ist. Genau das passiert heute in der evangelikalen christlichen Welt. Inzwischen ist das Problem größer geworden. Die evangelikale Welt ist tief gespalten. Dabei springen uns die Gründe förmlich an, warum wir eine starke und kompromisslose Einstellung zur Bibel haben sollten. Es ist die einzige Möglichkeit, treu zu sein gegenüber dem, was Christus über die Bibel und sich selbst sagt. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Vor uns liegen schwierige Zeiten für uns selbst und für unsere leiblichen und geistlichen Kinder. Ohne den festen Glauben an die Fehlerfreiheit der Bibel sind wir für die Zeiten, die vor uns sind, in keiner Weise gewappnet. Nur wenn die Bibel irrtumsfrei ist, und zwar nicht nur da, wo sie über unsere Erlösung spricht, sondern auch da, wo sie über die Geschichte, die Wissenschaften und den Kosmos redet, haben wir eine wirkliche Antwort, was die Existenz des Universums angeht und die Einzigartigkeit der Schöpfung und des Menschen. Ohne diese Sicherheit haben wir keinerlei absolute Maßstäbe, wir haben keine Heilsgewissheit und nichts, auf das wir uns stützen können. Nichts und niemand kann uns eine andere Grundlage für unseren Glauben an Jesus Christus geben. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts existierte tatsächlich so etwas wie ein christlicher Konsens, der der westlichen Gesellschaft in Nordamerika und Westeuropa eine spezifische Gestalt gab. Nun ist dieser Konsens verschwunden und die Freiheiten, die er brachte, werden vor unseren Augen zerstört. Wir sind mitten in einer Zeit, in der der Humanismus seine Schlussfolgerungen zieht, in der Ethik, in der Gesetzgebung, in den Wertmaßstäben im Alltag. Alles, was unsere westliche Gesellschaft heute besitzt, sind relative Werte, die auf statistischen Durchschnittsberechnungen basieren oder den willkürlichen Entscheidungen derjenigen, die die rechtliche oder politische Macht besitzen. Die Reformation bescherte den westlichen Ländern und Nordamerika eine Freiheit und eine Ordnung, wie es sie noch nie zuvor gegeben hatte. Diese Freiheit in der Ordnung beruhte auf der Lehre der Bibel. Im Rückblick können wir unschwer erkennen, dass nach 1920 der christliche Konsens zunehmend die Ansicht einer Minderheit ausmacht. Es ist nicht mehr der Konsens im Hinblick auf Gesetz und Moral. Wir Christen haben nicht mehr genug Einfluss. Die Betonung des biblischen Christentums liegt auf der Lehre, dass der unendlich persönliche Gott die letzte Realität ist.
dass er der Schöpfer ist von allem, was existiert und dass sich der Mensch dem heiligen Gott nur auf der Grundlage des vollendeten Erlösungswerkes Jesu Christi frei nähern kann. Dem vollendeten Werk Jesu braucht nichts mehr hinzugefügt werden. Die gigantischen Freiheiten, die Nordamerika und Westeuropa auszeichneten, mündeten nicht wie anderswo im Chaos. Denn die absoluten Freiheiten der Bibel schufen einen wirksamen Konsens. Aber sobald der Konsens abgeschafft wird, entwickeln dieselben Freiheiten eine zerstörerische Kraft, die zum Chaos in der Gesellschaft führt. Deshalb erleben wir auch den Zusammenbruch der Moral. Deshalb sind die ruhigen Zeiten für uns Evangelikale vorbei. Nur ein fester Blick auf die unfehlbare Bibel bewahrt uns vor dem relativistischen Denken unserer Zeit. Wir erinnern uns daran, dass es dieser feste Blick war, der die Gemeinde durch die Zeit römischer Gewaltherrschaft hindurchtrug. Was geschieht heute mit unserer evangelikalen Welt? Zuerst müssen wir zugeben, dass heute die Festigkeit nicht mehr da ist, die der frühen Kirche half. Wenn Evangelikale wirklich Evangelikale sein wollen, dann dürfen sie in Bezug auf die Bibel keinerlei Zugeständnisse machen. Denn das ist unsere einzige objektive Sicherheit. Es nützt auch nichts, wenn die Zahl der evangelikalen Bekehrungen stetig steigt, wenn gleichzeitig große Teile der evangelikalen Welt zu Zugeständnissen in Bezug auf die Bibel bereit sind. Kürzlich hörte ich von evangelikalen Kreisen, in denen sich viele Menschen zu Christus hin bekehren und die das Neue Testament mit Freuden akzeptieren. Das Alte Testament, vor allem die Tora, lehnen sie jedoch als nicht inspiriert ab. Die Wasserscheide der evangelikalen Welt ist da, wo man von der Bibel überzeugt ist oder nicht. Das heißt für uns, in großer Liebe müssen wir uns verabschieden von denen, die die volle Autorität der Bibel nicht anerkennen. Die Trennlinie kann ganz genau festgelegt werden. Wir müssen die geistliche Topographie der christlichen Welt ganz genau untersuchen. Wer behauptet, das Alte Testament sei nicht inspiriert, ordnet sich selbst auf der anderen Seite dieser Trennlinie ein. Und dann müssen wir liebevoll sichtbar machen, wo diese Grenze verläuft. Und jedermann klar machen, dass er sich entscheiden muss für oder gegen die Fehlerlosigkeit der Bibel. Und das hat schmerzliche Konsequenzen. Ein nicht unbedeutender Teil der evangelikalen Christenheit hat sich von der säkularen allgemeinen Weltanschauung infiltrieren lassen. Diese Infiltration ist in Wirklichkeit eine Variante der liberalen Theologie, die auch unter dem Namen Neo-Orthodoxie firmiert. Es ist ganz erstaunlich, wie weit die liberale neoorthodoxe Theologie in Kirchen und Freikirchen gleichermaßen verbreitet ist. Nicht unsere innere Stimme ist die letzte Autorität zu der Frage, ob Jesus lebt und ob er auferstanden ist, sondern allein die Bibel. Die subjektive Erfahrung kann uns nicht helfen. Es ist der Existenzialismus, der die subjektive innere Erfahrung betont. Aber
Er untergräbt die objektive Wahrheit der Bibel. Wenn jemand aus dem neo-orthodoxen oder liberalen Lager behauptet, er berufe sich auf Jesus, dann bleibt die Frage, ob er denn wisse, dass Jesus lebt und dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn er glaubt, dass die Bibel Fehler enthält, dann können sich diese Fehler auch auf Jesus beziehen. So viel ist klar. Und wenn dieser neo-orthodoxe oder liberale Zeitgenosse darauf antwortet, dass er ein inneres Zeugnis für Jesu Existenz und für Jesu Auferstehung besitzt, ein Gefühl, eine subjektive Empfindung, dann ist es mir tausendmal lieber, die objektive Bestätigung vom Wort Gottes zu haben. Das Gott-ist-tot-Syndrom der deutschen Theologen Niebuhr, Tillich, Karl Barth zeigte schon früh, wo diese Bibelkritik letztlich endet. Sich von der unfehlbaren Bibel zu lösen, bedeutet unweigerlich, in eine Sackgasse mit einem toten Gott hineinzumarschieren. Man verliert so die letztgültige objektive Autorität. Ich möchte mich für heute mit einem Gebet von Ihnen verabschieden und bitte Sie, wenn Sie Lust haben, beten Sie intensiv mit. Lieber Herr Jesus Christus, du allein hast für all meine Sünden gebüßt. Du warst unschuldig und bist trotzdem für mich ans Kreuz gegangen und bist dort gestorben, für mich. Ich danke dir für dein großes Opfer. Ich weiß allein durch die fehlerfreie Bibel, dass du, Jesus, lebst. Und ich glaube daran. Jetzt lade ich dich in mein Herz ein, um dafür immer zu wohnen. Du allein sollst mein Herr und mein Gott sein. Ich gehöre jetzt dir. Du bist auferstanden von den Toten, du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bete dich an. Amen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wenn Sie mitgebetet haben, dann sind Sie jetzt ein Kind Gottes. Sie haben den ersten Schritt getan. Ich danke Ihnen für die gemeinsame Zeit und segne Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.